So, ihr Lieben, mal schauen, wie das heute funktioniert. Ich habe mal wieder eine Kamera rausgekramt, eine andere, eine 360-Grad-Kamera. Und ja, mache jetzt mal kurz einen kleinen Rundgang durch Palma, um die einfach mal zu testen und zu gucken, wie das Ganze funktioniert auf YouTube. Gerade wo ich heute lang gehe. Heute ist die Stadt plötzlich wieder relativ voll. Die letzten Tage war es leer. Ne, gestern, wo es geregnet hat, war es das erste Mal wieder voll. Hier oben seht ihr schon überall die Weihnachtsbeleuchtung hängen, die dann am 19. November angeschaltet wird. Also es hängt schon alles, jetzt fällt nur noch der 19. November. Was es dann angeht, was ihr mit Sicherheit auf YouTube alle live verfolgen könnt. Oben rechts stehen die nackten Schaufensterpuppen auf dem Balkon. Und ich laufe mal hier an der Straße, da ist gerade grün. Und ich laufe mal hier durch ein kleines Gässchen durch. Kommen wir gleich hier vorne in der Reime raus. Ich glaube, ich kann hier noch mal links laufen. Genau, noch mal durch eine kleine Gasse durch. Nein, kann ich nicht. Da komme ich nämlich nicht mehr raus. Da ist dann zu. Also laufen wir doch wieder hier rum. Hier die Reime hoch. Ja, so langsam wird es auch bei uns ein bisschen herbstlicher und Temperaturen haben ein bisschen abgekühlt, wobei wir, glaube ich, gestern schon wieder über, war es gestern? Ne, gestern war Nee, gestern war es ein bisschen regnerisch. Mann, Mann, Mann. Heute ist jetzt, wie gesagt, kein Regen, aber es könnte noch mal Regen kommen. Und dann soll es aber auch schon wieder
schöner werden. Hier erstmal in der Reime. Auch recording lesses, biegen wir mal rechts ab in Richtung Bonaire. Wir laufen einfach mal durch die Straße Bonaire durch. Und danach wieder oben am Fluss entlang. Wieder retour durch die Altstadt von Palma. Schöner Fruchtladen hier rechts. Auf die andere Straßenseite. Na guck mal, die haben ja sogar ein paar Außenplätze bekommen bei ihrem Café. Da ist ein Parkplatz, der mal war und jetzt vom Allgemeinen dazu gemacht wurde, ein Park- und Sitzplätze sind. Da würden sich noch viele Cafés freuen, wenn sie wie bei Corona ein paar Außenterrassenplätze bekommen würden. Ja, freue mich schon auf den 19. November, wenn die Weihnachtsbeleuchtung angeht. Mal mit dem, muss man dann die Tage noch mit dem Sven sprechen, wie wir es machen. Ob ich auch vielleicht parallel auf Facebook live gehe. Mal schauen, werden wir noch klären. Werdet ihr sicherlich dann auch mitbekommen. Wie immer jetzt mal die Bitte an alle, die uns noch nicht folgen und dieses Video irgendwie zu Gesicht bekommen und von YouTube vorgeschlagen bekommen, folgt uns doch, dass wir unser Ziel erreichen. Wir haben eigentlich nur jetzt erstmal ein Ziel, die 1000 Follower irgendwann auf YouTube zu haben, dass wir dann auch die, wie ihr wisst, Community-Funktion uns so nutzen können. Und ja, ansonsten wollen wir in erster Linie die Videos Spaß haben, euch ein bisschen unterhalten und auch wir dann einfach nur Spaß haben dabei. Und jetzt geht es gleich da oben, links über die Straße und dann am Fluss retour in Richtung Espaloir Museum, vorbei am Blockhaus, an der Chinbo Bar und dann einmal durch die Altstadt wieder in Richtung Can Gourmet. Und weiter geht es wieder runter am Paseo Mallorca.
Hallo Möwi, hör mal. Mal gucken, wann sie wegfliegt. Jetzt gleich. Na du. Da hinten ist mehr blauer Himmel, links ist auch mehr blauer Himmel, ja. Und über uns ist ein bisschen Wolken. Jeder Polizei. Kommt denn jemand von euch, die jetzt das Video schauen, noch zwischen den Jahren irgendwie nach Mallorca? So, Weihnachten, Silvester, Heilige Drei Könige. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr dieses Jahr noch kommt oder ob jemand, ja genau, wer einfach im Winter auch noch kommt, wenn Mallorca ruhiger ist, in Weihnachtsstimmung. Wer sich die mega schöne Weihnachtsbeleuchtung live auf Mallorca anschaut und nicht nur über YouTube, haut mir doch mal was in die Kommentare rein. Können wir gerade eh nicht reinlaufen, da ist gesperrt, dann laufen wir einmal kurz hier einmal über die Straße. Und dann gehen wir hier wieder rüber gleich. Ja.
abwarten, bis es grün wird. Ist schon grün. Und dann da hinten am Museum. Museum Espaloir, da muss ich mir noch überlegen, laufe ich mit euch runter ans Meer oder laufe ich mit der Kamera durch Salonicher Viertel. Ich glaube, ich laufe durch Salonicher Viertel. Kamera bei einem kleinen Stadtrundgang ankommt. Richtig genial ist es eigentlich bei Action-Videos oder auch beim Motorrad auf der Kamera, mit der Kamera auf dem Helm. Dann kann man in alle Richtungen schauen. Beim Stadtrundgang. Ja, mal schauen, wie es ankommt. Blöd ist ja immer, wenn man umdreht, dann sieht man ja immer nicht. Das sieht man ja normalerweise beim Stadtrundgang bei der Kamera gar nicht. Oder immer nur kurz. Naja, gut. So ist das halt. Hier ist wohl ein Messwagen, nehme ich mal an, der die Luftqualität misst. Vermutlich. Ja, natürlich bin ich auch die Strecke hier schon öfters mit euch gelaufen, auf den Videos drauf. Ich denke ja immer wieder, es langweilt euch immer dieselben Strecken zu laufen, aber wir sind halt in Palma und wir können halt am ehesten immer in Palma irgendwelche kurzen Videos machen. Und dann stellt sich immer die Frage, langweilt euch das dann, wenn dann irgendwann der 20. Rundgang durch Palma kommt, oder schaut ihr euch auch den 20. Rundgang durch Palma immer wieder gerne an, weil sich immer wieder was ändert, anderes Wetter ist und so weiter. Auch das mal gerne in die Kommentare rein, ob ihr einfach immer wieder gerne auch öfters mal dieselben Rundgänge seht oder ob ihr sagt, naja, eigentlich langweilt es jetzt schon. Ja, man probiert immer ein bisschen anders zu laufen, aber es ist ja doch immer irgendwie natürlich dieselbe Gegend, wo man lebt, arbeitet und immer wieder mal auf die Schnelle ein Video machen kann. Mal schauen, was in den Kommentaren so kommt. Café Tacantoni waren wir auch schon lange nicht mehr. Habe ich, glaube ich, beim letzten Video schon gesagt. Waren wir mal früher. Jetzt habe ich gerade gesehen, ist es gar nicht mehr so voll. 10:50. Also jetzt kann man wahrscheinlich mal wieder dahin gehen, weil sonst war es immer gesteckt voll in der Saison. Und jetzt wird es langsam wieder ruhiger. Und man kann wieder in die Restaurants, wo man in der Saison fast nicht hin konnte, wegen zu voll. Jetzt geht es hier retour durch die Carrera de San Feliu. Wieder mal in Richtung Cancomer, wo dann natürlich schon Sandra auf mich wartet, die gerade dabei ist, für einige Kunden. Ach, die Bar, mit Bodega Canrigo, die gerade dabei ist, für ein paar Kunden noch Weihnachtsgeschenke zu packen. So kleinere Päckchen von Firmenkunden, der ein paar Päckchen von uns versenden will. Das macht gerade Sandra im Laden.
rechts ein leerer Laden. Da war mal irgendwie ein Restaurant drin. Vorbei rechts an Rialto Living, links vorbei beim Friseur Udo Walz sind wir jetzt gleich wieder am Borne. Dann bedanke ich mich schon mal bei euch allen, die das Video wann auch immer angeschaut haben oder Teile davon. Freut mich, dass ihr dabei wart. Und nochmal, auch wie immer am Schluss, die Bitte, wer also nicht folgt, folgt uns einfach auf YouTube. Da freuen wir uns. Und ja, alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Tschüss ihr Lieben, ciao.